Gönnst dich erstmal Urlaub? Wo gibt's denn das denn? Also laut Tarif hat man 30 Tage. 30 Tage? Warte mal kurz. 30 Tage im Jahr, korrekt? Dann habe ich noch 257 Urlaubstage übrig. So, die verfallen im März des Folgejahres. Dann habe ich nur noch 23. Aber mit deinem Chat ist doch wie jeden Tag Urlaub für dich. Das ist absolut korrekt. Damit bist du ziemlich im Minus mit den Urlaubstagen. Oh, das ist wirklich, also das ist auch so eine Thematik, da könnte ich euch fünf Jahre was drüber erzählen. Ich bin momentan wirklich so in Redelaune, ne? Seitdem ich weiß, dass das alles auf YouTube landet, muss ich echt alles übelst lang beantworten. Tarifvertrag ist anders. Was hast du denn eigentlich für eine Stundenwoche? Also jetzt mal ohne, legen wir mal kurz die Flachsrakete vorbei, weil wir haben heute eh schon über so viele schöne Sachen geredet. Lasst uns darüber auch einfach mal kurz reden. Also die letzten 9 Jahre, oder nee, wir gehen schon ins 10. Jahr der Selbstständigkeit rein jetzt. Also wirklich über den Daumen gepeilt, ne? Was nicht mit Arbeit zu tun hatte. Also wirklich explizit Urlaub. Urlaub heißt nichts, was mit Arbeit zu tun hatte. War ich offiziell 10 Tage in den letzten 9 Jahren nicht da. Einmal golfen 6 Tage und einmal habe ich Herb und Herbie Netter besucht. Für 4 Tage. In 9 Jahren. Oder 10 jetzt. Aufs 10. Jahr hingegangen. Jetzt könnte man natürlich, also kann ich schon riechen, was jetzt kommt. Ich glaube, es gibt wenig Menschen, die dafür Verständnis haben, dass man sowas macht oder in die Richtung agiert, weil das nicht wirklich gängig ist. Für mich persönlich, der in einer Arbeiterfamilie aufgewachsen ist, also ich bin mit einem alleinerziehenden Vater groß geworden, der mich mit 5 Jahren gefragt hat, oder 4 sogar, 4 oder 5 war ich, ob er Schichtarbeit machen kann, damit es uns besser geht, bin ich als kleines Kind schon mit einem Vater aufgewachsen, der Schichtarbeit gemacht hat. Mit meinem Großvater, der 4 Töchter hatte, Frau, Haus, den man morgens am Frühstückstisch gesehen hat, er mit seinem LKW oder wenn LPG damals war, zum Mittag nach Hause gekommen ist und danach wieder arbeiten gegangen ist und dann abends noch im Garten was gemacht hat oder in der Scheune oder Rasenmähen, was auch immer, ist das eigentlich relativ normal gewesen, dass man das macht. Also ich habe das, glaube ich, mein ganzes Leben auch noch nie anders gemacht. Für mich persönlich ist das auch ehrlich gesagt gar nicht notwendig. Also letztens hat mir auch jemand gesagt, Dizzy, hast du nicht das Gefühl, dass du dein Leben irgendwie verpasst? Ich habe die Möglichkeit gehabt, also durch meine Arbeit, durch das jetzige, durch mein Studium habe ich beispielsweise so unendlich viele Länder bereist, wo ich niemals die Möglichkeit dazu gehabt hätte, diese Flecken Erde zu sehen und meine Füße darauf zu stellen. Und ich habe aufgrund dieser Tatsache im Studium so viele tolle Menschen kennengelernt. Ich habe viele Länder bereist, habe Roadtrips gemacht, die völlig gestört sind und habe so immer meinen Urlaub gemacht, weil für mich ist Urlaub einfach irgendwo anders hinfahren, irgendwo anders zu essen, irgendwo anders zu schlafen und trotzdem dasselbe zu machen. Und durch das Stream habe ich zum Beispiel Amerika besuchen dürfen, 2 Mal mittlerweile schon. Ich war in London, war ich schon unterwegs. Ich habe Großstädte in Deutschland beispielsweise gesehen. Ich habe alle Bundesländer und deren Hauptstädte gesehen mittlerweile schon. Also ich habe halt schon wirklich viel gesehen in meinem Leben. Und das reicht mir beispielsweise aus, meinen inneren Drang nach Reise oder Urlaub oder wie auch immer wir das nennen wollen, zu befriedigen. Ich nenne, glaube ich, Urlaub ab. Für mich ist Arbeiten, solange ich nicht zu Hause bin, ist für mich selbst, wenn ich jetzt nach Le Mans fahre, da ist ultra viel los und da wird auch nicht viel mit Abschalten sein. Aber zu gewissen Teilen reicht mir das aus, einfach nicht meine 4 Wände zu sehen oder mein Büro. Der ein oder andere, der jetzt beispielsweise in einem Job arbeitet, was ich definitiv nachvollziehen kann und definitiv mich da reinversetzen kann, den Job, den er macht, um seine beispielsweise Familie zu ernähren, Kinder, Frau oder Frau, Mann, je nachdem, in welcher Konstellation, und wirklich keinen Bock auf seinen Job hat, weil es einfach nur dazu dient, seine Rechnung zu bezahlen, kann ich das definitiv verstehen, wenn Menschen Urlaub brauchen. Und das kann ich sehr gut nachvollziehen. Sehr, sehr gut nachvollziehen. Also wenn mein Vater früher gesagt hat, ich habe noch 38 Tage Überstunden auf der Tasche, dann weiß ich, dass mein Vater früher arbeiten war, um Geld zu haben, damit er als Alleinerziehender sein Bengel irgendwas kaufen kann oder den Scheiß, den der Bengel verzapft hat, irgendwie den Kahn aus dem Dreck zu holen. Oder wenn ich meine Mama mir anschaue, die auch in Urlaub fährt, die ihren Job auch mag, aber halt einfach so exorbitant viel arbeitet, weil sich das finanziell nachher an manchen Stellen nicht ausgeht und sie aber gerne diese Hobbys ausführen möchte, dann kann ich das definitiv nachvollziehen, dass Menschen gerne in den Urlaub fahren möchten. Einfach mal abschalten, irgendwas anderes sehen, mal aus den eigenen 4 Wänden raus.
weil nicht jeder das Glück hat oder hatte, die Welt zu bereisen. Und mir wurde das glücklicherweise in all den Jahren immer ermöglicht, auf irgendwelche mysteriösen, glücklichen Arten und Weisen konnte ich das tun. Und ich habe nicht mehr viel auf meiner Agenda, was ich von diesem Planeten gerne nochmal sehen möchte. Also habe ich auch nicht den Drang danach, mich in ein Hotel zu begeben oder auf irgendeine Abenteuerreise zu gehen. Weil nachdem ich 27 Jahre lang gesucht habe, was ich gerne machen möchte, und das hat wirklich so lange gedauert, weil mein Studium war nicht das, was ich machen wollte. Das habe ich nur getan, damit mein Vater mir nicht mehr auf die Eier geht, dass ich irgendwas machen soll, weil es mir besser gehen soll wie ihm damals. Aber ich nach 27 Jahren das hier gefunden. Jeden Morgen aufzustehen und das hier machen zu dürfen, ist ein absolutes Privileg. Und jeden Morgen aufzustehen, in der Theorie, wann ich das will und ich kann machen, was ich will und ich bin mein eigener Chef, ist im Grunde genommen wie jeden Tag Urlaub haben. Und das ist die Realität. Sei es mal dahingestellt, ob du jetzt eine 70-Stunden-Woche hast oder manchmal noch mehr und du hast hier ein Projekt, da ein Projekt, du musst diese Telefonate führen, diesen Office-Kram machen. Am Ende des Tages, und das ist einfach die Realität, bewegt man seinen kleinen, dicken Gamer-Arsch aus dem Bett, putzt sich die Zähne, geht duschen und setzt sich an den Computer. Und das machen einige von euch da draußen, die mich bei dem Kram hier auch noch unterstützen, tagtäglich. Nur gehen sie arbeiten, damit sie 30 Tage Urlaub nehmen können im Jahr, wenn es hochkommt und ein guter Arbeitgeber ist und das dann in ihrer Freizeit machen dürfen, 30 Tage. Ich darf das 365 Tage im Jahr machen. Und deswegen brauche ich keinen Urlaub, weil das ist Urlaub, realistisch gesehen. Und das weiß ich, wie gesagt, immer sehr zu schätzen, warum für mich es nicht notwendig ist, irgendwo hinzufliegen oder auf den Malediven zu sein oder weiß der Geier, was Menschen so machen. Für mich ist Urlaub, mich in ein Auto zu setzen, 3 Dörfer weiterzufahren, in der Eisdiele mir ein Eis zu holen und wieder nach Hause zu fahren. Das ist für mich Urlaub, das reicht. Und wenn ich irgendwann mal alt bin und das nicht mehr so viel machen kann wie heute, dann kann ich auch nochmal in Urlaub fliegen. Oder irgendwo hinfahren, was ich noch nicht gesehen habe. Das sagen sehr wenige, viele Content-Creator, in welcher Form auch immer, legen da immer sehr viel Wert drauf, dass alle staunen, wie unglaublich viel Arbeit sie haben und wie hart das ist. Also ey, mal Real Talk aus dem Kinderzimmer, ne? Es ist viel und harte Arbeit. Es ist viel, sehr viel. Also bevor ich heute den Stream gemacht habe, habe ich auch schon 3 Telefonate gespielt, durfte ein Game antesten über Remote, habe dafür was fertig gemacht. Dann hast du hier noch irgendwas, heute Abend musst du Tasche packen, 20.30 Uhr ist nochmal ein Telefonat oder 20 Uhr, ich muss nochmal ein Termin, 20 Uhr. Also klar ist das viel, aber am Ende musst du dir immer denken, dein Hauptkerngeschäft ist es, 8 Stunden am Tag vor dem Computer zu sitzen. So, und jetzt müssen wir das mal jetzt, also wirklich realistisch verglichen, ne? Und da geht es nicht darum, irgendwie seinen Penis zu vergleichen oder weiß der Geier, was auch immer. Ich nehme jetzt einfach mal Bensky. Bensky fährt jeden Tag LKW, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Mag der geht 10 Stunden knüppeln, damit der Laden hier läuft. Ich trage nichts dazu bei, dass der Laden läuft. Das Einzige, was ich mache, dass der Laden läuft, ist, ihr kommt nach Hause, setzt euch hin, hört euch meinen Reis an, seid vielleicht ein bisschen happy, freut euch darüber, dass ich euch irgendeinen Reis erzählt habe und euch unterhalten habe. Mehr habe ich dazu nicht beigetragen. Und das ist hier der kleine, aber feine Unterschied. Ich sehe das nicht als systemrelevant an der Stelle. Das heißt nicht, dass ich meinen Job an der Stelle nicht wertschätze oder das untergraben möchte. Es gibt aber Menschen da draußen, die weitaus sinnvollere Dinge machen, die weitaus härter sind. Wenn mein Vater 45 Jahre in einem Kernkraftwerk gearbeitet hat, da jeden Morgen hingefahren ist um fucking 5 Uhr und 45 Jahre lang Schicht geschoben hat, dann hat er auf jeden Fall mehr gemacht, als ich mit meinem dicken Arsch, der hier auf dem Sitz gesessen hat. Also setze ich mich auch nicht hin und sage immer, oh Wunder, wie schwer das alles ist. Ja, natürlich ist das viel. Es ist absolut viel. Du bist halt selbstständig. Du bist den ganzen Tag am Arbeiten. Den ganzen Tag. Das machen andere Leute aber ganz genauso in ganz anderen Jobs, wo es noch viel, viel schlimmer ist. Wenn ich meine selbstständigen Freunde mir angucke, die Kfz haben, auf dem Bau arbeiten, Friseurläden haben, etc. pp., das ist halt noch ein ganz anderes Kaliber so. Und bei mir ist es glücklicherweise so, aufgrund meiner Kindheit ist mein Gehirn so abgestumpft, dass mir das nichts mehr ausmacht. Und demnach ist es für mich, ja, es ist viel Arbeit und das möchte ich anderen Content-Creatern nicht aberkennen. Ich habe aber trotzdem den Realismus, dass ich jetzt gerade, just in dem Moment, und das muss man immer wirken lassen, hier sitze, einen Monolog führe über mein Leben, Leute sich das angucken und ich dafür bezahlt werde. Und das muss man einfach mal sacken lassen. Und dann, wenn du das sacken lassen hast, dann bist du in der Realität angekommen. Und wenn du in der Realität angekommen bist, wirst du merken, wie gut es dir eigentlich geht. Und genau deswegen würde ich niemals sagen, dass ich super viel Arbeit habe, dass ich 280 Tage Urlaub nachholen möchte oder dass ich 70 bis 80 Stunden Arbeit in der Woche ultra viel finde. Jo, es ist fucking viel und das machen auch andere Leute nicht so viel, aber ich liebe meinen Job. So. Ich liebe das, was ich hier mache. Über alles. Sonst wäre ich da, glaube ich, auch 10 Jahre nicht da.
oder würde mir jedes Mal irgendwas Neues ausdenken oder.